Gestern haben wir miteinander über Bitcoin und Ethereum gesprochen und darüber, dass meiner Meinung nach Bitcoin und Ethereum mit durchaus interessanten und wichtigen Unterstützungen kämpfen. Und falls diese Unterstützungen nicht halten sollten, dass wir mit größeren Bullbacks zu rechnen haben. Und ich habe euch gesagt, ich finde auch, dass es einige Altcoins gibt, die im Bereich von interessanten Unterstützungen sind und gleichzeitig derzeit eher schwach aussehen. Habe ich gesagt, wenn ihr Lust habt, können wir uns das gerne gemeinsam anschauen und macht mir doch gerne Vorschläge, was wir uns anschauen können. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, dass relativ viele DeFi-Protokolle vorgeschlagen worden sind. Und dann habe ich mir diese Charts angeguckt und habe sehr viel Volatilität gesehen. Und dann haben wir gesagt, na gut, also das ist jetzt eine rein technisch gesprochen längerfristige Unterstützung. Dann habe ich mich gefragt, ja, aber ist das denn so, dass ich jetzt guten Gewissens sagen würde, also die Unterstützung, wenn der Markt dahin kommt, die wird dann halten und dann schießt er wieder nach oben. Und dann habe ich festgestellt, nee, das kann ich nicht sagen. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich bei Gold, bei Silber, bei Bitcoin, bei Ethereum durchaus Marken nennen würde, wo ich sagen würde, also die sind technisch so stark, diese Marken, dass ich das kaufen würde. Dass da Fans von Bitcoin und Ethereum sagen, pff, da kommt er doch nie hin, du Verrückter, das ist ja auf dem anderen Blatt. Für mich selbst wäre es so, dass ich sagen würde, so, die Marke würde ich kaufen. Das kann ich allerdings bei den hochvolatilen DeFi-Coins nicht sagen. Und zwar, ja, auch bei Bitcoin, Ethereum, Gold, Silber ist es ja total schwer zu sagen, was ist eigentlich der innere Wert von diesen Währungen oder Rohstoffen, sondern es geht immer nur darum, was ist gerade der Markt dafür bereit zu bezahlen. Es ist ja was anderes, wenn wir über Unternehmen sprechen. Da können wir sagen, ah, okay, die machen so viel Umsatz, die machen so viel Gewinn, das ist deren Cashflow, das ist die Dividende, die sie bezahlen, das sind die Produkte, die sie haben, das sind die zukünftigen Produkte. Auf dieser Basis kann man sich das anschauen und bewerten, was ist eigentlich mein Investment wert. In dem Augenblick aber, in dem zum Beispiel eine Facebook-Aktie sagt, ey Leute, ich werde jetzt 100 Milliarden in den Metaverse investieren und das wird das nächste große Ding. Also entweder bin ich der total krasse Metaverse-Experte, sodass ich das auch wirklich bewerten kann, oder ich muss sagen, oh, also wenn ich jetzt Facebook kaufe, dann ist auch ein Teil Spekulation, weil ich letztlich nicht tief genug in der Materie bin, um zu sagen, jo, Metaverse wird sich durchsetzen, ich habe da eine Meinung dazu. Oder wird vielleicht was anderes Metaverse platt machen oder dezentrale Angebote werden den Metaverse bestimmen und deswegen kann Facebook so viel ausgeben, wie sie wollen. Die werden sie im Metaverse nicht packen. Da fehlt mir schlichtweg das Wissen, um das bewerten zu können. Und das Gleiche ist meiner Meinung nach derzeit der Fall bei bei vielen DeFi-Protokollen. Und ich kann das schlichtweg nicht beurteilen. Und ich finde, das Volumen ist nicht groß genug, die Charts gibt es nicht lang genug, die Volatilität ist zu hoch, als dass ich sagen würde, boah, also das ist wirklich eine Marke, da würde ich sogar reingehen. Weil ich nicht mal weiß, ob sich Protokoll A oder B oder C am Ende durchsetzen wird. Und deswegen ist mir das ganz wichtig, dass man bitte versteht, viele Charts sind aus meiner Sicht, aus langfristiger Sicht, nicht bewertbar. Und ich glaube auch, selbst wenn man in dem Bereich sehr, sehr viel Expertise besitzt, ist man trotzdem so, dass man sagt, das ist eine Spekulation, weil es trotzdem noch sein kann, dass ein anderes Protokoll besser sein wird. Nur um das bewerten zu können, musst du echt in der Lage sein, zu sagen, ja, ich kenne alle Protokolle, ich kenne von allen die Vorteile, ich kenne von allen die Risiken und so weiter und so fort. Ich kenne das nicht und deswegen kann ich das auch nicht bewerten, deswegen kann ich auch keine langfristigen Aussagen treffen und ich halte es für grob fahrlässig, in irgendwelche Altcoin-Charts oder DeFi-Charts irgendwelche FIP-Marken zu nennen und sagen, also da geht er hin und von dort aus geht er aufgrund der Technik da und dahin. Das ist Nonsens, tut mir leid. Das wird rein fundamental entschieden werden. Man kann kurzfristige Aussagen treffen, gerade bei diesen hochspekulativen Werten. Langfristig ist es unseriös. Punkt.
Und das war mir wichtig, das einmal klar zu definieren und zu sagen, also Leute, ich kann es nicht sagen. Und deswegen halte ich mich auch aus diesen Produkten und diesen Spekulationen auch langfristig heraus. Und überlasse andere so zu tun, als hätten sie davon Ahnung. Ich will aber auch, auch wenn ich mich nicht bei euch beliebt mache, sagen, dass ich befürchte, dass, keine Ahnung, wahrscheinlich über 98% aller, die in irgendwelche Defis investiert sind, in irgendwelche Altcoins investiert sind, auch nicht wirklich sich selbst mit der Materie beschäftigt haben, sondern im besten Falle Sekundärliteratur studiert haben, aber auch wiederum von welchen, die das total super finden und das unkritisch beurteilen. Und das fand ich ganz interessant, da habe ich einen Artikel gelesen, da hatte einer 50 Millionen in Defis verloren und hat gesagt, ja, ich muss zugeben, ich habe das einfach gekauft, weil wir eher dazu neigen, erstmal zu kaufen im Altcoin-Markt und im Kryptomarkt und dann gucken wir uns das an, ist das wirklich interessant, weil einfach unser FOMO zu groß ist, wir wollen unbedingt dabei sein. So, und deswegen ist auch die Frage, Hand aufs Herz, wer von euch hat es super gemacht und ist auf das spekulative Pferd drauf und hat sehr viel Buchgewinne. Und wer ist jetzt einfach aufs spekulative Pferd drauf und denkt so, pff, ich bin ein paar Prozent vorne, vielleicht auch 20, aber pff, ich weiß aber auch, wie volatil die Dinger sind und das könnte auch nach hinten losgehen. Mein persönliches Problem, was ich derzeit habe, was Defis angeht, ist, dass ich auf der einen Seite sage, ich kann es nicht beurteilen, auf der anderen Seite sage, ich bin davon, ist meine Überzeugung, total überzeugt, dass Defis die aktuelle Situation im Bankensystem revolutionieren werden. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man, sagen wir mal, aus dem alten Markt kommt und sich mit Quartalszahlen und Conference Calls von Unternehmen beschäftigt und fast alle Großbanken durch die Bank sagen, die größte Gefahr für uns ist Fintech, ist Blockchain, ist dezentralisierte Lösungen, die womöglich die Banken überflüssig machen. Das sagen ja die Banken selbst. So. Und deswegen ist es für mich auch jetzt muss ich keine große Transferleistung erbringen, um das auch zu erkennen. Auch wenn ich mir angucke, stellt euch vor, ich kaufe jetzt eine Aktie. So, dann habe ich einen Broker. So, mein Broker führt Buch über mich, weil ich bei ihm den Auftrag gebe. Dann habe ich eine Gegenseite. Der hat wahrscheinlich einen anderen Broker. Und dann gibt es die Börse. Die Börse führt nochmal für sich selbst Buch. Das heißt, es ist eine Transaktion und für diese eine Transaktion gibt es, wenn ihr so wollt, drei Ledger. Die sind alle nicht sichtbar. Und die sind von einzelnen Institutionen abhängig. In dem Augenblick, in dem diese Transaktion, dieser Kauf über die Blockchain stattfinden würde, dann hätten wir das öffentlich, alle könnten es einsehen und es würde sehr viele Mittelsmänner sparen. Und ja, da bin ich auch schlau genug, um zu wissen, super Möglichkeit, wird wahrscheinlich auch sehr vieles mir ersparen. Plus in dem Augenblick, in dem es auf der Blockchain geschrieben steht, auch der Vertrag ist es hinterher nicht veränderbar und ich bin nicht auf Dritte angewiesen. Deswegen ist es so, ja, ich glaube, dass DeFi eine Revolution sein wird. Das ist meine Meinung. Und gleichzeitig sehe ich, dass mittlerweile über 110 Milliarden in Wert in DeFis eingeloggt sind. Das ist ein Wachstum von 1200%. Auf der einen Seite und das in gerade mal einem Jahr und ein paar Monaten. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass 1,5 Milliarden an Geldern verloren gegangen sind, die in Defis gespeichert wurden, weil es nämlich Sicherheitslücken gab und die benutzt worden sind, um die Investoren hops zu nehmen. Und nicht eingerechnet sind die 600 Millionen, die dann auch wieder zurückbezahlt worden sind. Denn die Problematik, die man hat, auf der einen Seite ist, meine Meinung, der Chef der OCC, wenn ihr so wollt, das ist der Chef des Gelds und der Chef der Bankenaufsicht und der Chef, wenn es um Bareinlagen geht. Auf der einen Seite und der Chef der SEC, die sagen, DeFi
Wir gucken da genau hin und wir wollen diesen Markt regulieren. Jetzt lass uns mal erstmal nicht darüber diskutieren, ob es eine gute Idee ist, dass sie es regulieren, oder ob es eine schlechte Idee ist, ob sie es regulieren wollen. Ich weiß nur, dass zum Beispiel Coinbase sagt, hey, wisst ihr was, wir geben jetzt ein Produkt raus, alle, die bei uns in USDC Gelder drin haben, die können sich bei uns melden, gab schon eine Warteliste, und wir werden dann entscheiden, das Geld, das uns die USDC-Besitzer leihen, das werden wir weiterleihen. Und dann können wir 4-5% Zinsen an diejenigen geben, die uns ihre Coins geliehen haben. Da hat die SEC gesagt, not gonna happen, denn es ist zu sehr eine Security und das dürft ihr nicht. Dann gab es auch so ein bisschen Wortgefecht zwischen dem CEO von Coinbase und zumindest hat der CEO von Coinbase sich öffentlich kritisch geäußert. Am Ende musste Coinbase zurückziehen. Das heißt, das war ja eine gute Umsatz- und Einnahmemöglichkeit für Coinbase, die wurde aber von den Regulatoren kaputt gemacht. Auch wenn Binance versuchte, ohne offiziellen Hauptsitz sich von den Regulatoren fernzuhalten, wächst der Druck auf Binance. Oder es ist auch so, dass Uniswap zuletzt ja einen offiziellen Brief bekommen hat von der SEC, die gesagt haben, wir möchten gerne sehen, was da bei euch passiert. Die Offiziellen von Uniswap sagen, ja, wir werden mit der SEC kooperieren und freuen uns und das ist super. Nur in dem Augenblick, in dem die SEC anfängt, den Finger drauf zu halten und nicht mehr das Wachstum ungebremst zulässt, ist es ja auch so, dass der Market Cap der DeFis nicht so stark zunehmen kann und zunehmen wird. Und solange diese Regulierung nicht abgeschlossen ist, glaube ich, ist das Wachstum A gehemmt. Und B ist natürlich das Risiko da, dass Gelder verloren gehen. In dem Augenblick, in dem Gelder verloren gehen, das ist jetzt nur meine Meinung, wer in dem Bereich schon tätig ist, der sieht das als, ja, kann halt passieren, ne, dass die Kohle weg ist. Ey, hast halt DeFi gekauft, ey, ist so. Diese Leute hält es nicht davon ab, oder diese Spekulanten, diese Investoren, hält es nicht ab, das nochmal zu versuchen. Aber mit jedem Scam und mit jeder Betrügerei, die rauskommt, ist es so, dass diejenigen, die potenziell Interesse hatten, mehr und mehr ihr Vertrauen verlieren und eher an der Seitenlinie stehen bleiben und nicht mitmachen wollen. Und das Dritte, was mich derzeit zurückhält, ist, dass wir immer wieder erleben, ja, es ist DeFi und es ist auf der Blockchain festgeschrieben, aber diejenigen, die die Verträge unterschreiben, sozusagen, die einen Smart Contract eingehen, die gucken sich eben doch nicht genau an, was sie da machen. Und deswegen ist es Tür und Tor offen für Betrügereien. Und in dem Augenblick, in dem die andere Seite alles Mögliche in so einen Smart Contract reinschreiben kann und derjenige, der diesen Vertrag annimmt, einfach nur von den Prozenten gelockt ist und sich mit den Inhalten nicht auseinandersetzt und sehr viele junge Unerfahrene in diesem Markt drin sind, dann ist die Gefahr umso größer. Ich habe versucht rauszukriegen, und da sind wir beim vierten Punkt, warum ich gerade bei den DeFis zurückhaltend bin, wie viel eigentlich an Kryptowährungen dort eingeloggt sind, um damit Derivate zu kaufen. Das heißt also, mich zu hebeln. Also ich habe jetzt irgendeine Kryptowährung gekauft und das liegt da rum und ich denke mir, ja, aber ich könnte es ja in DeFi einloggen, dann kriege ich einen Teil des Geldes und dann kann ich mir also einen Kredit aufnehmen und mit dem Kredit kann ich dann zusätzliche Kryptowährungen mit Hebel kaufen. Das weiß ich nicht, ich sehe nur die Gefahr als eher größer an. Und in dem Augenblick, in dem dann die Kryptowährungen unter Druck kommen, bekommen wir einen Kaskadeneffekt. Denn dann ist es auf der einen so, dass die DeFis automatisch aufgelöst werden, die Derivate müssen verkauft werden. Und genauso wie der Markt dann mit Dynamik nach oben geht, genauso kann er dann auch mit Dynamik nach unten gehen. Das ist die nächste Gefahr, die ich sehe. Und also das war das vierte, wenn ich richtig gezählt habe. Das fünfte ist, und das ist jetzt von der Seite der Regulatoren und den Aufsichtsbehörden, was ich gelesen habe, dass sie sagen, einige Entwickler der DeFis treten als Entwickler auf und sagen, hey, mit der Governance haben wir nichts zu tun, das läuft alles dezentral. In Wirklichkeit ist es aber gar nicht dezentral. Das heißt, die Entwickler sind gleichzeitig mit der Governance beschäftigt, also fungieren sie dann doch wie ein Mittelsmann,
weil die Smart Contracts noch nicht so weit sind, dass sie komplett dezentral laufen können, aber als solche angepriesen werden. Und dann ist es so, dass du eigentlich eine Bank hast ohne eine Bankenlizenz. Und deswegen ist es angeblich so, dass viele, die jetzt als dezentral auftreten, das auch so propagieren, das eigentlich gar nicht halten können, diese Versprechen. Wenn ich dann sehe, dass Regulierung kommt, Betrügereien drin sind, offensichtlich der Markt noch nicht so reif ist und ich auch sowieso nicht weiß, wer sich am Ende durchsetzen wird. Und jetzt kommt noch etwas dazu. On top, diese Kryptowährungen um, keine Ahnung, paar tausend Prozent innerhalb kürzester Zeit gestiegen sind, dann denke ich mir einfach nur, ey Leute, ihr seid in diesen Projekten drin, ich wünsche euch vom Herzen, dass die Dinger 50 Millionen, 1000 Prozent machen. Das ist immer so herrlich, so mein Vierjähriger, der weiß halt irgendwie von seinem größeren Bruder, es gibt große Zahlen. Der sagt dann immer so was wie 100.000 Millionen, 100.000 Millionen, Millionen, 100.000, so sagt er mal hintereinander, damit es besonders groß ist. Also so in der Art und Weise wünsche ich euch das. Ich sehe eben die Risiken und ich sehe die Tatsache, dass die SEC und die OCC da noch mit reinkommen. Und deswegen, liebe Leute, wir können uns gerne morgen ein paar Defis angucken. Nur diejenigen, die euch so einen Chart nehmen, da so ein FIP einzeichnen und sagen, also wenn er dahin kommt, dann geht er sonst wohin. Das steht nicht im Chart geschrieben. Also als einer, der den Chart liebt, es tradet, auch mittelfristige Aussagen anhand der Charts trifft und manchmal sogar auch längerfristige Aussagen trifft. Also ich habe ja, keine Ahnung, zum Beispiel sagt ihr mal so, du hast ja Bitcoin bei 30.000 nicht gekauft und hast 100% verpasst. Ja, habt ihr vollkommen recht. Dafür habe ich aber Öl gekauft und habe 50% gemacht und die Wahrscheinlichkeit, die ich im Ölchart und bei den Ölaktien gesehen habe, die waren für mich deutlich größer und ich konnte mehr Kapital reintun. Deswegen habe ich nur 50% gemacht, anstatt 100% zu machen, wo die Wahrscheinlichkeit für mich nicht so groß gewesen ist. Und man kann, oder ich habe, als der große Crash war 2020 im März, da war der DAX auf 8.000, das war eine fetteste Unterstützung. Da habe ich meine langfristigen Investitionsentscheidungen auch mit Hilfe des Charts gemacht. Also als jemand, der den Chart liebt und damit arbeitet und auch langfristige Aussagen trifft, das kannst du bei solchen spekulativen Werten nicht machen. Entweder du kennst dich damit wirklich, 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 wirklich aus oder du spekulierst einfach drauf los. Und ich sage euch, der Chart ist da leider die falsche Adresse, um ganz langfristige Aussagen zu treffen. Wenn wir uns da ein miteinander d'accord sind, dann können wir uns auch gerne Defis angucken und dann müssen wir auch verstehen, ah, hier ist eine Unterstützung und da ist eine Unterstützung und dort ist eine Unterstützung. Welche dieser Unterstützung halten wird, entscheidet nicht der Chart, sondern entscheidet das fundamentale Grundgeschehen. So, hoffe, dass die Ausgabe, auch wenn viele schon in Defis drin sind und sich auskennen, dass es für euch hilfreich gewesen ist, nochmal eine andere Perspektive auf die Defis zu geben und auch auf die Risiken zu geben. Und damit empfehle ich mich, morgen schauen wir uns dann die euch interessiert haben, herzlich gerne an. In diesem Sinne empfehle mich.